Hallo, Carsten Günther, zum Sponsorsgespräch. Herzlich willkommen. Carsten Günther ist Geschäftsführer des SCDHFK Handball Leipzig, ein Club der Handball-Bundesliga, der Liqui Moly Handball-Bundesliga. Und wir wollen mit ihm heute sprechen. Ja, wir könnten sicherlich mit vielen Clubs sprechen, die momentan betroffen sind von der Corona-Pandemie, die betroffen sind von den Spielaussetzungen und den Herausforderungen, wieder Zuschauer ins Stadion oder in die Arena zu bekommen. Aber wir möchten ganz besonders mit Herrn Günther sprechen, weil Leipzig dort ich würde sagen, der agilste Player momentan am Markt ist, so nehmen wir es zumindest wahr, extrem viel getestet hat, extrem viel ausprobiert hat, schon erste Spiele mit Zuschauern, eine Restart-Studie losgetreten hat mit einem Konzert von Tim Benzo. Da gehen wir gleich drauf ein. Also ja, herzlich willkommen, Herr Günther. Sehen Sie sich hier auch persönlich als Frontkämpfer in Sachen Restart der Handball-Bundesliga? Ja, schönen guten Tag erstmal. Freue mich sehr, dass wir uns heute austauschen können und nehme die Blumen auch gerne an, wenn gleich ich das nicht für uns alleine beanspruchen möchte. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ganz, ganz viel dafür tun, dass wir wieder an den Start kommen. Wir haben uns hier in Leipzig auf die Fahnen geschrieben, nicht nur Beobachter des ganzen Geschehens zu sein, sondern dass wir Gestalter sein wollen und alles in unserer Kraft Stehende auch dafür mit einbringen wollen, dass wir möglichst bald wieder mit Zuschauern und unseren Partnern zusammen an den Start gehen dürfen. Nehmen Sie mal mit, wo stehen Sie gerade? Sie hatten am letzten Freitag, glaube ich, ein erstes Testspiel mit 250 Zuschauern, dann am Sonntag nochmal gegen Kielce, einen absoluten internationalen Top-Club mit 500 Zuschauern. Wie sind die Erfahrungen, die Sie raus oder die Erkenntnisse, die Sie daraus gezogen haben? Also die Erfahrungen aus den beiden Spielen sind durchweg positiv. Vor allen Dingen haben wir gelernt, was wirklich unseren Zuschauern auch zumutbar ist, dass es, wenn jeder sich darauf einlässt, sowohl im Vorfeld des Spiels, personalisierte Tickets, Gesundheitsfragebogen, Mitführung vom Ausweisdokument und so weiter, sich darauf einzustellen und dann aber auch während dem Spiel trotz Mund-Nasen-Schutzpflicht und Abstand zu den übrigen Besuchern entsprechend Spaß haben kann. Wir hatten dann am Sonntag wieder eine Stimmung in der Halle, die sehr nah an das kam, was wir vor dieser Corona-Pandemie hatten. Auch wenn es nur 500 Zuschauer waren, die haben sich entsprechend mehr ins Zeug gelegt. Und wenn man da Augen zugemacht hat, dann wäre man nicht drauf gekommen, dass da nur 500 in der Halle drin sitzen. Also man konnte wieder ein Stück weit Bundesliga-Feeling herstellen. Und das kann trotz allem nur der erste Schritt gewesen sein oder ein wichtiger Schritt. Das darf auf keinen Fall schon das finale Szenario sein. Wie kann ich mir das vorstellen, Mundschutz und gleichzeitig gute Stimmung singen oder schreien dann die Zuschauer dennoch oder hindert das extrem? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Also es war alles dabei, von lautstarken Anfeuern bis hin zu Fangesängen und das Rufen der Nachnamen trotz des Mund-Nasen-Schutzes. Das ist aber auch was wir schon aus der Restart-Studie mitbekommen haben. Da saßen ja 1500 Menschen mit einer richtigen FFP2-Maske in der Arena Leipzig und konnten die Lieder von Tim Bensko mitsingen. Also wenn man sich einmal darauf einlässt und wenn man die ersten 5 Minuten der Gewöhnungszeit überstanden hat, dann vergisst man es eigentlich, ging mir selbst auch so. Genau, auf diese Restart-Studie möchte ich auch gerne nochmal eingehen. Also Sie haben das zusammen mit der Uni Halle gemacht und der Betreibergesellschaft der ZSL, der Quarterback Immobilienarena, Genau. ganz leichter Name, leichtfüßiger Naming-Rights-Titel, der Quarterback Immobilienarena, mit Tim Bensko, bekannter, mindestens mal national bekannter Künstler, wie sah da das Setup aus und was waren da Ihre Erkenntnisse? Das war so, glaube ich, vor rund 10 Tagen haben Sie diese Studie gemacht. Genau, also das ist jetzt ziemlich genau 10 Tage her. Am 22. August hat es stattgefunden. Die Idee dahinter war, dass wir jetzt viel über Großveranstaltungen sprechen, ohne dass es eine ganz klare Definition gibt und ohne dass Großveranstaltungen mit klaren Parametern versehen sind. Und wir wollten der Sache auf den Grund gehen und sagen, wo treffen die Menschen aufeinander, wie lange treffen sie aufeinander, was sind neuralgische Punkte, welche Flächen werden oft angefasst, Thema Schmierinfektion und wie verteilt sich Luftströme und damit auch Aerosole in der Halle, wenn man das in drei verschiedenen Szenarien macht. Und jetzt hat man drei verschiedene Aufbauten. Das eine war der herkömmliche Aufbau, so wie es vor der Pandemie war. Wir gehen durch zwei Eingänge, durch ein gemeinsames Foyer in die Halle rein und jeder sitzt dicht an dicht.
Dann gingen alle aus der Halle nochmal raus. Das Konzert 2 fand dann in einem schon optimierten Aufbau statt. Wir gehen durch 4 voneinander getrennte Eingänge in 4 verschiedene Sektoren in der Halle und man sitzt dann wirklich nur noch auf jedem weiten Sitzplatz mit Mund-Nasen-Schutz. Und das dritte Szenario war dann wieder ein noch optimierteres Konzept, wieder 4 Eingänge, wieder 4 Hallenquadranten, aber dann mit 1,50 Meter Abstand. Und in jedem von diesen 3 Szenarien wurde wirklich gemessen mit ganz sensibler Sensorik, wer begegnet wem, wo und wie lange. Das wird jetzt ausgewertet, da sind Hochleistungsrechner am Werk, die diese Bewegungsmuster auswerten und auch diese Aerosolverteilung auswerten. Und dann hoffen wir auf Erkenntnisse Anfang des Monats Oktober von der Uni Halle, die uns dann wiederum Rückschlüsse geben können, wie wir diese Veranstaltung so modifizieren können, dass Infektionsrisiken auf ein Minimum reduziert werden können. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Wie sind Sie dann als Handball-Bundesligist an Tim Bensko gekommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das war ein super Zusammenspiel wirklich zwischen dem Dr. Stefan Moritz von der Uni Halle, zwischen den Geschäftsführern der Quarterback Immobilien Arena. Bei mir geht es schon runter, wie Honig ist ja unsere Heimstätte, dem Herrn Franco und dem Herrn Kölmi und uns. Wir saßen bei uns in der Geschäftsstelle Ende März, Anfang April und haben gesagt, wir müssen uns was überlegen, dass wir den Status quo ändern. Und als der Gedanke dieser Studie dann aufkam, hat jeder versucht, sein Möglichstes mit einzubringen und der Input der Arena unter anderem war, dass sie ihre Agenturen mal anfragen, welcher Künstler uns unterstützen könnte für diese Studie. Und ich war eigentlich der Meinung, wenn wir viele Agenturen anfragen, können wir ein Festival veranstalten, weil dann mindestens 10 oder 20 Künstler sagen, hier mache ich auf alle Fälle mit, weil hier geht es auch um meine Branche. Leider war das komplette Gegenteil der Fall. Sowohl in der Künstlerschaft als auch in der Veranstalterszene und auch bei uns in der Sportszene war eine sehr vornehme Zurückhaltung spürbar. Jeder hat in dieser Phase noch gedacht, du pass mal auf, wenn dort was rauskommt, was wir am Ende des Tages gar nicht hören wollen, dann lassen wir mal lieber die Finger davon und war ein bisschen euphorisiert von der Öffnungswelle. Und erst als wirklich die Innenministerkonferenz der Fußball-Bundesliga die Zuschauer im Stadion endgültig untersagt hatten, ging das Interesse an der Studie nochmal schlagartig hoch, auch in unserer Branche. Und wir waren total froh, dass Tim Bensko schon vorher gesagt hat, pass auf, wenn wir hier was machen können, dann packe ich gern mit an, dann komme ich hier ohne Gage nach Leipzig und unterstütze euch dabei gerne. Also da geht nochmal ein riesiges Dankeschön hin. Das war mutig von ihm, da hat er sich auch einiger Kritik in seiner Branche ausgesetzt, aber er weiß genau, wofür er das gemacht hat und hat uns dort wirklich tatkräftig unterstützt. Wie haben Sie die Zuschauer ausgewählt? Also Sie haben sich ja auch einem gewissen Risiko dann ausgesetzt. War das schwierig? Naja, schwierig war erstmal die Politik davon zu überzeugen, dass wir das wirklich machen dürfen, weil zu dem Zeitpunkt war die Corona-Schutzverordnung noch so, dass eine Ansammlung von über 1000 Menschen in der Arena überhaupt nicht rechtmäßig ist. Deswegen hat man sich wirklich in Hygienekonzept überlegt, ein Schutzkonzept, würde ich schon fast sagen, was einen dreifachen Sicherheitsboten hatte. Das erste war, alle mussten einen negativen Corona-Test nachweisen. Das zweite war wirklich, jeder Besucher geht mit einer FFP 2 Maske rein und das dritte war, dass am Einlass nochmal in Hygiene-Fragebogen ausgefüllt wurde, dass niemand in Risikogebieten war, niemand Symptome hat. Es wurde Fieber gemessen bei jedem, der reinging. Also eigentlich war die Arena Leipzig an dem Tag der sicherste Ort in ganz Leipzig, wenn nicht sogar in ganz Deutschland, weil nachweislich nur gesunde Menschen aufeinandertreffen. Und das zeigt ja nochmal, wie weit wir bei den Entscheidungen schon abgedriftet sind von der Lebenswirklichkeit. Ich glaube, 1000 Menschen versammeln sich aktuell in pro Stunde in jedem großen Supermarkt. 1000 Menschen fahren gemeinsam U-Bahn oder Straßenbahn und dort wird das als völlig normal und ungefährlich eingestuft. Und wenn sich 1000 Menschen in einer gut durchlüfteten Sporthalle mit Hygienekonzepten versammeln sollen, dann wird das erstmal noch in vielen Bundesländern als gefährlich eingestuft. Und genau darum ging es in dieser Studie dort auch nachzuweisen, dass das durchaus ein vertretbares Risiko ist. Wann erwarten Sie die Ergebnisse, Stichwort der Rechner rechnet noch? Also die Infos, die wir vom Doc haben, ist, dass es Mitte Oktober mit ersten Ergebnissen rechnen können. Dort muss man auch ein bisschen Ruhe bewahren, weil ich glaube, die Qualität der Ergebnisse jetzt wirklich
vor der Zeit geht. Auch die Ergebnisse werden nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, die uns dann sagen, okay, ihr könnt wieder die Hallen fluten und wir können wieder komplett alles aufmachen. Das wird dort nicht rauskommen, aber es wird schon wichtige Hinweise geben, was Thema Belüftung angeht, was Thema Sitzplatzanordnung und Einlassmanagement angeht, wie wir optimieren kann. Eine hundertprozentige Sicherheit werden wir nie hinkriegen, aber die gibt es auch jetzt nicht in der Halle. Es gab schon letzte Saison einen Schlaganfall bei den Füchsen Berlin bei einem Heimspiel. Da ist jemand verstorben. Auch bei uns ist schon jemand mal auf der Treppe ausgerutscht und hat sich einen Knöchel verstaucht. Also wenn man aus der Tür tritt, dann ist man immer einem gewissen Risiko ausgesetzt. Unsere Arbeit ist aber, dass wir die so weit minimieren, dass sie im vertretbaren Rahmen sind. Und da glaube ich, da kommen wir gemeinsam mit unseren Gesundheitsämtern und allen Experten, die wir so zurate gezogen haben, aktuell schon sehr, sehr weit. Frau Merkel ist vor wenigen Tagen vor die Presse getreten und hat verkündet, dass Großveranstaltungen zunächst mal bis Ende des Jahres verboten werden, mit den Ausnahmen, über die wir ja jetzt auch zum Teil schon reden. Herr Bohmann, der Geschäftsführer der Primolia Handball Bundesliga, hat daraufhin gesagt, man spielt hier mit der Grundlage eines jeden Clubs und damit auch der gesamten Handball-Bundesliga. Wie hoch steht Ihnen das Wasser, wo Sie sagen, wie dringend ist es jetzt, dass wirklich jetzt ein Befreiungsschlag kommen muss, dass man sagt, wir wollen, wie ja angenommen oder angekündigt, Anfang Oktober wirklich mit Zuschauern spielen. Wie viel hängt davon ab, ob es Ihren Club, ob es die Handball-Bundesliga dann auch noch in Wochen oder in Monaten überhaupt noch geben kann? Gut, also ich will die medizinische Entscheidungen und auch notwendige Entscheidungen bewusst trennen von wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Ich glaube, wir bekommen das alle in unserem Verein hin, im Dialog mit Partnern, mit Fans und mit unseren Angestellten, das wirtschaftlich Machbare auch in die Tat umzusetzen. Es gibt jetzt seit heute auch das Bundesprogramm, Bundesbeihilfen, die Ticketausfälle bis zu einem gewissen Maße kompensieren. Damit werden wir es schon schaffen, dass wir bis zum Jahresende und vielleicht auch darüber hinaus zumindest stabil bleiben. Wir werden uns in unseren Möglichkeiten drastisch einschränken müssen, das ist so. Und ob die stärkste Liga der Welt dann noch die stärkste Liga der Welt ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das, was mich an der Entscheidung aktuell viel, viel mehr ärgert, ist, dass man mit den ganzen Arbeitsplätzen, die in den Gewerken dahinter stehen, nämlich in der gesamten Veranstaltungsbranche, und das sind viele Tausende, fast schon Millionen Arbeitsplätze bei Caterern, bei Sicherheitsdienstleistern, Personaldienstleistern, bei Technikdienstleistern und so weiter und so fort, dass man mit denen jetzt fahrlässig spielt, weil die haben keine Sponsoren im Boot, mit denen sie reden können und sagen, pass auf, wir bringen euch Kompensationsleistungen und wir halten das wirtschaftliche Geschehen weiter aufrecht, weil dort droht Arbeitslosigkeit und dort droht ein Wegfall von Strukturen, die wir so schnell nicht wieder aufgebaut bekommen. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die zweite Seite der Medaille ist, dass ich fest daran glaube, dass unsere Veranstaltung und unsere Sportler einen absolut gesellschaftlichen Mehrwert haben, was Thema Identifikation, Integration, auch mal emotionales Ventil, vor allen Dingen aber Vorbildcharakter von Sportlern angeht. Und wenn wir die nicht zeigen können, wenn wir die nicht in der Interaktion mit den Zuschauern auf die Platte bringen können, wenn dieses Ventil einer Veranstaltung einfach nicht mehr da ist, dann droht uns, glaube ich, gesellschaftliches Ungemach, und das muss man einfach mal mit einpreisen und in Abwägung bringen. Also wir sind kein verzichtbares Luxusgut, so wie das immer dargestellt wird, wenn darüber gesprochen wird, jetzt muss es mal gehen, dass man mal bis Jahresende eben nicht in eine Halle geht. Eine Halle ist per se kein schlechter Ort, sondern das kann ein ganz, ganz sicherer Ort sein, wie wir das bei der Restart-Studie gezeigt haben und wie wir das auch bei den beiden Testspielen jetzt in Leipzig schon nachgewiesen haben. Warum versteht das die Politik nicht? Was läuft da falsch im Dialog mit der Politik? Erstmal findet viel zu wenig Dialog statt. Das muss ich schon sagen. Da werden viele Entscheidungen von oben herab getroffen, wo ich glaube, dass man die eigentlichen Wirkungen, wo man sich der eigentlichen Wirkungen der Entscheidungen noch gar nicht klar ist und auf Fehlervermeidung, auf Stressvermeidung und auch vielleicht ein bisschen im vorauseilenden Gehorsam einer medialen Welle, wenn doch mal irgendwas schief geht, handelt. Das ist glücklicherweise hier bei uns im Freistaat Sachsen ein bisschen anders. Wir haben noch einen sehr, sehr engen Draht, und das zeigt auch die neue Corona-Schutzverordnung, die ja Veranstaltungen über 1000 auch mit guten Konzepten und genehmigten Konzepten möglich macht. Auf Bundesebene ist dem aber noch nicht so. Und nochmal, wir können hier in Leipzig viele Testspiele machen mit Zuschauern. Das nützt uns noch nichts, wenn wir in einer Liga spielen wollen, die stabil ist und wo auch gesichert ist, dass im April, Mai und Juni noch ein Gegner hierher kommen kann nach Leipzig. Dann brauchen wir flächendeckend einheitliche
einheitliche und vernünftige Lösungen in allen Bundesländern. Und meine Hoffnung ist groß, dass wir hier in Sachsen einen Impuls geben konnten, an den sich vielleicht auch andere Bundesländer orientieren und endlich mal alle ihre Parteifarben und Kanzlerambitionen hinten anstellen und wieder Entscheidungen treffen für die Menschen, die am Ende die Steuergelder bezahlen und die auch zur Wahl unterschreiten. Gibt es konkrete Pläne, weil Sie sagen, über 1000, ich glaube, ab 1. September ist über 1000, oder Veranstaltungen mit über 1000 Zuschauern wieder erlaubt mit diesen Hygienekonzepten, die Sie ansprechen. Haben Sie da konkrete Pläne auch für weitere Testspiele? Also wir haben jetzt am kommenden Samstag das nächste gegen die Füchse Berlin. Da werden wir schon mal die Grenze ein Stück höher setzen und versuchen, Richtung 750 zu kommen, also eine dritte Hallenseite noch zu öffnen. Und dann fiebern wir alle dem Saisonauftakt am 1.10. entgegen. Wir haben ein Konzept hier eingereicht, was ca. 2000 Zuschauer bei einer Auslastung von unter 50% möglich machen kann. Da steht aber der finale Bescheid vom Gesundheitsamt noch aus. Aber wir arbeiten gerade hart dafür und sind im engen Dialog mit den zuständigen Behörden, dass wir das möglichst hinbekommen und auch allen zeigen können, pass auf, hier gibt es Mittel und Wege, wie wir das verantwortungsbewusst und auch sicher abbilden können. Was hören Sie von den anderen Handball-Bundesliga-Clubs? Geht es denen ähnlich? Ziehen alle am selben Strang oder ist man jetzt so ein bisschen wie bei der EU oder auch zwischen den Sportarten, man hat nicht das Gefühl, dass das eine für den anderen einsteht, sondern irgendwo jeder auch für sein eigenes Glück ein bisschen kämpft, teilweise nachvollziehbar, teilweise lässt man da vielleicht Synergien dann auch liegen. Wie nehmen Sie das wahr? Also wenn Corona ein was Positives hatte, ist, dass die Kollegialität in der Handball-Bundesliga und ich glaube generell in der Sportbranche dramatisch angestiegen ist, dass ein viel engerer und intensiverer Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen da ist, dass man sich versucht, mit Best-Practice-Beispielen zu helfen und gemeinsame Lösungen zu finden. Selbst die Festsetzung eines Spiels oder eines Starttermins für die neue Saison und eines Spielplans für die neue Saison war ein ganz, ganz langer Prozess, wo wir versucht haben, alle Sichtweisen, alle Bedürfnisse mit einfließen zu lassen und auch das schwächste Glied in der Kette mitzunehmen. Natürlich gibt es auf dem Weg auch immer Rückschläge. Ich erinnere nur daran, dass plötzlich mal die beiden Beiratsvorsitzenden in Flensburg und Kiel dachten, sie müssen jetzt mal lospoltern und eine Weltmeisterschaft in Frage stellen und einen Starttermin auf dem 1. Januar festsetzen. Das sind Dinge, die helfen uns relativ wenig. Aber ansonsten sind wir sehr, sehr geschlossen am Start und ich versuche jetzt auch den Impuls hier aus Sachsen mitzugeben in andere Bundesländer rein, dass wir möglichst geschlossen mal auf eine Tausendergrenze zumindest kommen, ab der man überhaupt erst ab Großveranstaltungen spricht und dann ein entsprechendes hartes Regularium ansetzt, was die hygienischen Vorschriften angeht. Alles, was unter 1000 ist, ist für mich überhaupt keine Großveranstaltung. Nur weil wir in einer großen Halle spielen, heißt das noch lange nicht, dass wir eine Großveranstaltung draus machen. Da wäre uns schon allen mal geholfen, weil wir damit unseren wichtigsten Partnern in die Halle rein dürfen und die Grundfinanzierung über Sponsoring sichergestellt bleibt und dann im nächsten Step abhängig von Pandemieleveln und Hygienekonzepten auch eine weitere Öffnung anzustreben. Und ich hoffe einfach, dass wir da viel Überzeugungsarbeit leisten können auch in den nächsten Tagen und Wochen. Gibt es noch eine konkrete Forderung an die Politik, wo Sie sagen, das bitte als Kernsatz mal rüberbringen, hier uns bitte Gehör schenken, sonst sieht es bei uns langsam ganz, ganz düster aus. Ja, also dann bleibe ich bei meiner Tausendergrenze. Ich glaube, bis 999 sollte ein freieres Agieren möglich sein, in Hallen, die das natürlich zulassen, also bis Auslastungsgrad von 25-30 Prozent, weil dann Abstände, Maske, Nachverfolgbarkeit und sowas alles möglich sind. Das ist das Erste. Und das Zweite, wirklich mal die Ergebnisse dieser Restart-Studie abwarten und dann Entscheidungen treffen, die eine Relation herstellen zwischen Pandemiegeschehen an dem jeweiligen Hallenstandort, Hallengröße und Beschaffenheit, Durchlüftung, Eingänge etc. und der reellen Zuschauerzahl. Das versteht jeder Bürger, daran halten wir uns auch gerne. Aber willkürliche Entscheidungen zu sagen, Großveranstaltungen, nur weil es Bundesliga ist, das erlauben wir jetzt nicht, das können wir so nicht weiter akzeptieren, weil dann Nummer eins viele Arbeitsplätze wegbrechen, aber eben auch gesellschaftlich sehr, sehr relevante Strukturen wie Vereine irgendwann nicht mehr da sind. Gehen Sie abschließend davon aus, dass die Bundesliga Anfang Oktober startet, die Handball-Bundesliga?
Ich bin überzeugt davon, dass wir am 1. Oktober spielen. Das ist auch wichtig, dass wir spielen und dass wir zeigen, dass wir mit diesen Corona-Einschränkungen arbeiten können, dass wir willens sind, daraus das Beste zu machen und nicht jetzt schon wieder den Rückwärtsgang reinlegen und auf die Hilfe Dritter spekulieren oder pochen, sondern wir müssen unser Glück in der eigenen Hand nehmen und mit guten Konzepten überzeugen und den Menschen auch mal wieder die Chance geben, ein Stück weit Normalität zu erleben, ihrem Verein nachzueifern und sich zu versammeln. Nochmal ganz, ganz wichtig, immer in einem hygienisch vertretbaren Rahmen mit Konzepten, die hier mit den Gesundheitsämtern abgestimmt sind. Also wir gehen hier kein Risiko ein, sondern wir versuchen einfach einen guten Umgang miteinander hinzukriegen. Die Spieler ziehen da auch volle Kanne mit. Sind auch weitere Gehaltseinbußen dann auch im Gespräch, weil das eine ist ja, wie gesagt, Zuschauer, selbst wenn man 1.000 erreichen würde, ja, Mindereinnahmen ganz sicherlich unvermeidlich. Gibt es da klare Signale von Ihren Spielern, von Spielern in der Handball-Bundesliga? Also ich höre da von allen Kollegen nur positive Signale. Das hat am Anfang ein Stück gedauert, bis die Überzeugung auch bei allen Spielern da war. Wir hatten hier in Leipzig sehr, sehr viel Glück. Also wir hatten zum 1.7. eine Vereinbarung mit der kompletten Mannschaft, erstmal auf 25% zu verzichten für die komplette Saison. Und wenn sich die Situation dramatisch positiv ändert, dann natürlich auch wieder aufzufüllen. Aber ich glaube, dem Beispiel sind jetzt sehr, sehr viele gefolgt in der Handball-Bundesliga. Die jeweilige Prozentzahl, die hängt natürlich immer vom Standort und den dortigen Zuschauereinnahmen ab. Und die muss auch entsprechend individuell sein. Da sind pauschale Lösungen, helfen da keinem weiter. Aber da ist ein großes Entgegenkommen und großes Verständnis gerade spürbar, weil natürlich alle wissen, dass wir hier alle in einem Boot sitzen, sich niemand dran bereichern will, sondern es wirklich darum geht, ja, wirtschaftlich stabil durch so eine herausfordernde Zeit durchzukommen und die Last nicht einseitig nur auf die Sponsoren oder auf den Staat zu verlagern, sondern jeder muss da seinen Teil mit dazu beitragen. Und ich hoffe aber, dass wir mit den Einschränkungen jetzt auch hinkommen und jetzt proaktiv wieder Schritte in die positive Richtung einleiten können. Dann drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie da erfolgreich sind, dass die Bundesliga startet, dass nicht nur der Fußball, sondern auch der Handball bald wieder rollt und dass das Sportbusiness in seiner Breite dann auch Stück für Stück auch ein oder seinen Restart erleben wird. Nicht nur Tim Bensko, sondern auch die Handball-Bundesliga. In diesem Sinne vielen Dank nach Leipzig und viel Erfolg. Ich danke und drücke uns beiden die Daumen. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.